Hallo zusammen, Bauchworkout. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir machen heute zwei Durchgänge mit jeweils 7 Übungen. Die Übungen ziehen wir immer am Stück durch, ohne großartige Pause dazwischen. Dafür dann nach dem ersten Durchgang eine größere zweiminütige Pause. Ich zeige euch die einzelnen Übungen jetzt noch. Wenn ihr die Übungen schon kennt oder direkt mit dem Training starten wollt, findet ihr den Beginn in den Kommentaren. Die erste Übung, Leg Lever. Überkreuzt, das heißt, wir liegen auf dem Rücken, strecken die Beine nach vorne aus und machen dann einen Leg Lever, indem wir hierbei die Beine überkreuzen. Nächste Übung, Jackknives, dafür liegen wir auch wieder auf dem Rücken. Arme und Beine sind vom Körper weggestreckt. Und dann bringen wir diese in ausgestrecktem Zustand über unserem Körper zusammen. Nächste Übung, Crunches. Dafür liegen wir auf dem Rücken, die Beine sind im 90-Grad-Winkel aufgestellt. Hände sind entweder auf der Brust oder seitlich am Kopf. Und dann heben wir den Oberkörper immer leicht an, lassen ihn wieder ab, ohne uns komplett abzusetzen und richten den Oberkörper aber nicht ganz auf. Nächste Übung, schräger V-Up. Dafür liegen wir auf einer Seite. Der Arm, auf dessen Seite wir nicht liegen, geht auch wieder seitlich zum Kopf und dann bringen wir Knie und Ellenbogen zusammen, die Beine bleiben hierbei so gestreckt wie möglich. Nächste Übung, Roll-In. Dafür liegen wir auf dem Rücken. Die Beine sind nach vorne ausgestreckt und dann ziehen wir die Knie zur Brust, rollen uns hier leicht ein und strecken uns anschließend wieder aus. Nächste Übung, Bicycle Crunch. Dafür liegen wir auch erst auf dem Rücken. Hände sind seitlich am Kopf, Beine nach vorne ausgestreckt und dann ziehen wir Knie und Ellenbogen an und bringen sie immer gegenüberliegend zusammen. Und letzte Übung, Seitstützen mit Hüftheber. Dafür gehen wir in den Seitstütz. Schauen, dass wir hier erstmal schön gerade unseren Körper hinbekommen. Und dann heben wir die Hüfte an und lassen sie wieder ab. Gut, das wären alle 7 Übungen. Wir machen das heute nicht mit Timer, sondern auf Wiederholungen. Also immer 20 Wiederholungen pro Übung. Bei den Übungen für die seitliche Bauchmuskulatur machen wir 20 pro Seite. Dann macht euch bereit, wir legen gleich los. Leg Lever überkreuzt, 20 Stück. In 3, 2, 1 und los! Thank you.
10.15. Noch zwei. Eins. Und gut, nächste Übung, Jackknives, 20 Stück in 3, 2, 1 und los. Zehn. Fünf. Noch drei. Eins. Nächste Übung, Crunches. 20 Stück in 3, 2, 1 und los. Zehn. Zwanzig. Gut. Nächste Übung. Schräger V-Up. In 3, 2, 1. Und los. 20 pro Seite. Fünf. Zehn. Fünfzehn. Noch zwei. Seitenwechsel. Weiter. Fünf. Zehn. Fünfzehn. Noch zwei. Gut. Nächste Übung. Roll in. 20 Stück. In 3, 2, 1. Und los. Fünf. Zehn. Fünfzehn.
einer noch. Gut. Nächste Übung, Bicycle Crunch. 20 pro Seite. In 3, 2, 1 und los. Zehn. Zwanzig. Dreißig. Vierzig, gut. Letzte Übung. Seitstütz mit Hüftheber. 20 pro Seite. In 3, 2, 1 und los. Fünf. Zehn. Fünfzehn. 20, Seitenwechsel. Weiter geht's. Zehn. Fünfzehn. 20. Gut, erster Durchgang geschafft. 2 Minuten Pause. Okay, langsam wieder bereit machen, noch 30 Sekunden, dann geht's weiter. Dieselben Übungen nochmal, gleiche Wiederholungszahl. Wir starten mit Leg Lever Überkreuz. 20 Stück in 3, 2, 1 und los. Fünf. Sechs.
10. Fünfzehn. Noch drei. Zwei. Eine noch. Und gut. Nächste Übung, Jackknives. 20 Stück. In 3, 2, 1 und los. Fünf. Zehn. Fünfzehn. Nächste Übung, Crunches. 20 Stück. In 3, 2, 1 und los. Fünf. Zehn. Fünfzehn. 20. Gut. Nächste Übung. Schräger Bier. In 3, 2, 1 und los. 5. 15. 20. Seitenwechsel. Und weiter geht's. 5. 10. 15. 20. Nächste Übung, Roll in. 20 Stück. In 3, 2, 1 und los. 5. 10.
20. Gut. Nächste Übung, Bicycle Crunch. 20 pro Seite. In 3, 2, 1 und los. Zehn, zwanzig, dreißig. Gut, letzte Übung, Seitstütz mit Hüftheber. In 3, 2, 1 und los. Zehn. 20. Seitenwechsel. Und weiter geht's. Fünf. Zehn. 15. 20, geschafft. Sehr schön. Starke Leistung. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens nächste Woche oder gleich im Workout, wenn ihr Lust habt.